So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Aktuell muss ich zwei, drei Sachen sagen. Und zwar hatte ich eben schon mal eine Aufnahme gehabt, aber die war nicht so lange. Und vor allem kam da ein Call dazwischen. Und ja, ist halt doof gelaufen. So, auf jeden Fall wollte ich Folgendes sagen. Wir machen uns jetzt auf die Suche ein bisschen nach dem Auge Innos. Wir haben ja relativ viel abgeklappert, so gut es ging. Und ich weiß auch, wo lang es geht. Von daher, jo, ich muss halt mal gucken, wie viel Mana wir haben. Das ist jetzt Part 70, ne? Das ist ein ziemlich langes Let's Play. Aber ich habe einfach richtig Bock drauf. Hier, wie ihr seht, war ich auch beim Friseur. Obwohl, das habt ihr ja schon am Dingsbum schon gesehen. Na, wie heißt's? Klappt's oder klappt's nicht? Ja, Innos schenkt mir Mana plus 1. Super. Super, Innos. Folgendes. Ich werde mich jetzt größtenteils auf dem Weg machen. Alles umknüppeln, was mir im Weg begegnet. Also, was mir halt ans Leder will. Und werde den Petro halt klatschen. Das bedeutet, die Suchenden sind halt irgendwie da so ein bisschen... gar nicht erst die Chance geben. So macht mir diese Lümmel am besten platt. Und ja, so. Gut. Der Milton hatte ja, der eine Typ, dieser Jorgen da, hatte ja gesagt, dass er ins Becken gesprungen ist und den Fluss entlang. Das bedeutet, dass der hier lang gegangen ist. So, wir müssen auch demnächst mal hier die Population von Wildmonstern ein bisschen ausdünsten. Ja, komm schon. Na gut, dann halt nicht. Hier oben sind noch ein paar Blutfliegen. Also das ist ja hier der Fluss, ne? Da springst du halt rein, da kannst du auch entlang. Auf die andere Seite kommst du aber trotzdem nicht so einfach. Beziehungsweise habe ich das eigentlich nicht schon gezeigt? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wir können nur einmal am Tag eine Wertesteigerung bekommen, von daher... Jo, Fleisch können wir nicht genug haben. Supi-dupi. Jo. Gruß. Doch, hier war ich schon. Okay, dann war ich, glaube ich, auch da drüben. War ich schon bei den Schattenläufern? Warte mal, was bist du für einer? Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Sehr vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Also wir hätten uns jetzt mit dem anlegen können, weil er halt Innos beleidigt hat, hier die Klosterrobe beleidigt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn echt chillig. Ganz im Ernst, ich mag den richtig. Keine Ahnung warum, aber ich fand das gerade, das Gespräch war zwar nicht gerade so super, wie es hätte laufen sollen, aber es war schon echt entspannt. Ups. So, ich weiß nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Da ist ein Lurker vom Dach gefallen. Hier war ich, glaube ich, schon. Hier sind normalerweise Schattenläufer drin. Aber ich glaube, die habe ich schon irgendwie... Ja, die habe ich schon, okay. Gibt es keinen großen Respawn. Noch nicht. Später kommt dann wieder was. Aber ich glaube, im dritten Kapitel tauchen nur überall die Suchenden auf. Na, komm her, Lurker. Tschüss.
blöd gelaufen, Bursch. So, ich werde nochmal so ein Los. Keine Ahnung, sieht gefährlich aus. Ich glaube, das ist Doppelhammer oder sowas. Schneller Hering. So, einen werde ich schon mal trinken. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier hoch. Der ist nämlich hier hoch gerannt. Hat ja der Landstreicher uns eben schon gesagt. Ich finde den Kerl klasse. Doch, doch, ich mag den. Hier waren wir ja auch schon, haben auch alles abgegrast. Jo. So viel Neues dürfte nicht sehen. Aber glaub bloß nicht, dass jeder Landstreicher so nett ist. Der hätte uns normalerweise... ja, der spricht uns normalerweise an. Aber ich habe keinen Bock darauf, wieder irgendwie besessen zu werden. Ja, komm, übertreib. Ja, der Wegelagerer zum Beispiel, der ist eigentlich auch ein ganz netter, ganz lieber Kerl. Also lieb nicht, ist eine Drecksau. Ganz lieber Kerl, ist aber eine Drecksau. Ja, ich sehe schon die Kommentare, die leider ausbleiben. Das bedeutet, er hätte uns normalerweise auch hier an Hutkrempel gestrullt, aber... Inquisitor, 17 Stärke zu wenig. Jo, wir müssen eigentlich noch was auf Stärke drauflegen. Obwohl ich mit dem Rapier aktuell so weit zufrieden bin. Na, kommt her. Hier war ich doch schon. Habe ich echt diese Blauflieder vergessen? Oh ja, stimmt. Das war ja reine nur Blauflieder. Ich werde die jetzt nicht looten, komm, scheiß der Hund drauf. Das ist bisschen Fleisch da. Können uns sowieso überall hinlegen und so ein Geschiss. Und hast du denn jetzt hin? Wir müssen hier lang, nicht da lang, hier lang. Hier siehst du auch die toten Novizen. Das liegt einfach daran, dass die uns den Weg sozusagen zeigen. Wo der Petro lang gegangen ist. Meine ich, wenn das nicht die gleichen gewesen sind. Doch, doch, das müssten die vom Auge sein. Weil bei der Prüfung kommen die Novizen ja nicht hier rein. Hier, diesen großen Platz hier, müsste ich eigentlich auch nochmal weitestgehend mal aufräumen. Warane! Ja, ist ja jetzt alles hier kein Problem mit dem Rapier, ne? Das Einzige, wovor ich noch so ein bisschen Respekt habe, sind die Skelette. Die Frage ist allerdings, ob wir da schon welche draufkriegen. Ja, tote Novizen, die zeigen uns jetzt so ein bisschen den Weg. Nur dachte schon, das sind Suchende oder so. Hier auf der linken Seite gibt es noch eine Höhle, da möchte ich vorher nochmal speichern, bevor ich da reingehe. Dann speichere ich lieber jetzt schon. So, dele, so, dele. War ich hier drin schon? Also wenn die Truhe jetzt leer ist, war ich schon hier drin. Okay, dann habe ich mir die ganze Mühe schon gemacht. Jo, hier war ich schon. Okay, hier waren nur Goblins. Dann war das eine andere Höhle. Hier gibt es nämlich noch eine richtig böse Höhle. In der Nähe. Ich muss auch nochmal in die neue Welt. Erstens, wenn ich wieder ein paar Lernpunkte habe, Taschendiebstahl erlernen. Auf jeden Fall. Lohnt sich natürlich auch zu investieren. So, du, mit dir habe ich schon geschwätzt oder noch nicht? Hey, du. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen.
Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei Ihnen. Mhm. So, die werden mich nämlich aufhalten, diese Lümmel. Deswegen. Ich erzähl dir. Was macht ihr hier? Was geht dich das an? Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen... Ach ja? Wen denn? Dich. Na komm her. So, jetzt bist du dran. Ja, Zweiern ist natürlich doof, ne? Naja, Landstreicher sind jetzt nicht so eine große Herausforderung. Nicht mehr als ein Orkkrieger, obwohl ich vor den Orkkriegern größeren Respekt habe. So, war ich hier schon? Will ich hier schon hin? Hier speichere ich immer mal ab. Ich gucke mir nämlich immer ganz gerne alles an. Kann aber natürlich sein, dass man auch dementsprechend hier gut... Hier war ich noch nicht. Super. Ja, ich weiß auch warum. Zweihänder. Die Skelette haben immer so eine mittlere Wunden ein, frisst natürlich ordentlich Mana. Wie viel Mana haben wir denn jetzt eigentlich? 59. Wir könnten auf knapp 100 hoch, aber die Frage ist, will ich das schon oder will ich vielleicht noch ein paar Lernpunkte da rein investieren? Der Trick bei diesen Teilen ist halt, wenn du die einzelnen kriegst, ist alles gut. Kannst halt ordentlich was machen. Ich trinke noch ein paar von denen. Oh, Feuer ist nicht schlecht gegen die. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, blocken und einen Ausfallschritt nach vorne machen. Das ist eigentlich immer ganz gut gegen die. Wie gesagt, wenn du sie einzeln hast. Wenn du sie nicht einzeln hast, dann kann es schon mal sein, dass du ganz schnell eins auf die Schnauze kriegst. Ich mach die Parts mal ein bisschen länger. Gerade wenn ich die als Premiere... Oh, der ist übel. Der ist echt übel. Der hätte ich gerne ein bisschen... Den hätte ich gerne hier. Ja, das war mir nämlich klar. Muss mal gucken, ob ich den irgendwie mit Magie ein bisschen gedämmt kriege. So, weißt du was? Ich hau erstmal, was ich habe hier auf den. Gut, dann hau ich nochmal sowas rein. Was habe ich denn? Ich habe hier noch einen Eisblock. Ist die Nummer 8. Ja, dann komm mal her. Der hält echt übel aus, der Kerl. Thank you.
Der bleibt nicht ewig so, der hört gleich auf. Das war so klar. Ich glaube, ich muss den mit mehreren Eisblöcken halt besiegen. Oder ich probiere mal was. Block auf die Nummer 8. Und dann will ich den mal mit Dingsbums fertig hauen. Mit Feuerbällen. Zum Glück habe ich mir so viele davon gekauft. Boah, puh, das muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, das war ein bisschen hart. Das war echt ein bisschen hart, muss ich sagen. Da ist nichts zu. Aber ich glaube, das lohnt sich hier. Das ist natürlich jetzt doof, weil ich jetzt meine... Nee, gar nicht. Mein Mana war einfach nur leer. Super. Weil einfach den Feuerbällen hätte ich nämlich ganz gerne übrig. Einfach, dass wir uns später vielleicht die Rune dazu machen können. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Blauflieder, die können wir spachteln. Oh, super, das lief besser als erwartet. Warte mal, gibt der 100 oder der gibt 50 Mana? Ja, das schickt er noch dicke. So, ich weiß nicht, ob noch so einer hier wartet. Naja! Uiuiuiui! Meine Fresse! Alter, das kannst du vergessen. Krieger sind schon echt eine Hausnummer. Aber wie gesagt, Leute, es lohnt sich. Und deswegen möchte ich nämlich auch ganz gerne genug Stärke haben. Nichts zu holen. Das war's aber jetzt, oder? Bevor ich hier irgendwas mache, nochmal abspeichern. Hier, goldene Kerzenständer, goldene Schale, Schatulle. Hammer, ey, Leute. Hier ist echt Zeug drin. Hier ist noch was Dickes für den Geldbeutel. Boah, goldener Kelch. Goldener Kelch, Lederbeutel. Drachenschneide, die war richtig Hammer und... Die ist auch übel. Also das Ding ist hier nicht umsonst. Ich glaube, das ist das stärkste Einhandschwert. Das ist sogar das stärkste Schwert. Drachenschneide. Zweihandwaffe. 190 benötigte Stärke. Schaden 190, 160 Stärke. 2900 Gold, Leute. Das ist hier echt der Hammer. Ich will jetzt auch nochmal gleich gucken. Wir haben natürlich jetzt ordentlich ein paar XP abgestaubt. Ja, das speichere ich nochmal. Wie viele Minuten nehmen wir dann schon? Ach, 19 Minuten. Easy peasy, Leute. Da können wir ruhig noch ein paar Minuten nehmen. Feuernessel, ja komm. Können wir alles nehmen.
Hier gibt es nämlich auch noch ordentlich was zu entdecken, bevor wir jetzt dahin gehen, wo wir sollen. Auch viele Pflanzen. Die machen da was ganz Böses. Und was uns nicht gefallen wird, gibt es hier vielleicht, ich meine, hier gibt es auch noch so ein paar... Aber wir müssen mit denen schwätzen, okay. Kannst du vergessen? Alter, was hält der denn aus? Na, hier liegen natürlich noch ein paar tote Novizen rum. Wir haben noch viele Äpfel dabei. Wir sind auch an einem vorbeigelaufen. Also hier ist echt die Kacke am Dampfen. Ist natürlich alles nicht so geil. Hier werden wir auch später noch lang gehen. Da unten liegt noch was. Die Frage ist, komme ich wieder hoch, wenn ich da hoch? Nein, wahrscheinlich nicht. Mache ich das, wenn ich zurückgehe? Hier muss ich irgendwie aus der Ferne besiegen, weil drei auf einmal sind auch mir zu viel. Die Frage ist, was schwirrt hier sonst noch rum? Obwohl, warte mal. Wenn ich hier lang vielleicht gehe, hier lang komme ich ja wieder da hoch. Nee. Aber ich weiß, wo ich lang kann. Nein! Hier lang? Ja. Und dann hier? Ja, super. Oh, perfekt. Unten ist nämlich auch, auch noch eine Höhle, aber die ist auch böse. Ja, böse. Wirklich böse. Was haben wir denn hier für eine... Oh, Einhandkampf. Einhandkampf haben wir 80, ne? Ja, komm, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Mein 80% ist immerhin noch super. Naja, ich bin Magier. Komm, ich laufe am Feuerpfeil hier rum, um die Gegend abzuchecken. Wir müssen jetzt mit den Lümmeln sprechen. Haben wir noch so einen magischen Trunk vom Pyroka irgendwo vielleicht? Nein, müssen wir wieder was kaufen von dem. Aber hier liegen noch Platten. Das gefällt mir. Och Mann, warum müssen die uns von so weit ansprechen? Für den Meister. Hast aber nicht viel übrig für deinen Meister. Spacken. Hier liegt auch in der Nähe Dragoniers Armbrust und deswegen habe ich dem auch nicht nicht seine Huni gegeben. Kommt das beklemmend? Nein, ich habe gar kein beklemmendes Gefühl, das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt will ich mich aber mal ein bisschen heilen. So, was war denn das jetzt für eine Tafel, die ich hier bekomme? Lebensenergie, ja, Lebensenergie nehme ich gerne. Das können wir nämlich nicht aufleveln. Da können wir uns die Dinger, können wir uns reinpfeifen, wie wir wollen. Nein, Goblin-Skelette! Okay. Das war doch einfacher als gedacht. Na, dann komm mal her, du Mümmelmann. Ja, ja, für den Meister. Bin ich wirklich schon... Entweder bin ich schon besessen... Oder... So, hier muss ich mir echt was einfallen lassen. Weil, wenn ich da nämlich jetzt reinplatze, dann kommen die nämlich alle drei.
Warte mal, habe ich schon gespeichert? Ja, ich lasse das mal lieber und probiere es einfach mal aus. Da muss ich nämlich da so ein bisschen triggern. Weil zwei auf einmal sind... Ist schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist sozusagen der, wird Pyroka uns später erklären, aber das kann ich euch ja jetzt schon sagen. Das ist sozusagen der Sonnenkreis. Wir feiern die immer, die Magier immer hier, Dragonis Armbrust. Wir feiern die Magier immer irgendwas Besonderes. Und ja, hier haben sie jetzt das Auge Innos kaputt gemacht. Hier, Frankos Amulett. Amulett hier, Auge Innos. Bringt natürlich gar nichts. Geisteskraft, Schutz vor Magie hat mir echt den Arsch gerettet. Muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute, das war der Hammer. Heilpflanze. Feuernessel, komm, nehmen wir noch eine. Heilpflanze, die bringen jetzt wirklich eigentlich nichts mehr. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Hier gibt es zwar noch Heilwurzeln und allem drum und dran, ist zwar alles schön und gut. So, wollen wir mal gucken, wie viele Kronstöcke habe ich denn überhaupt noch? 4. Ich habe keine Drachenwurzel mehr. Ich muss von irgendwoher, irgendwo muss ich Geist, muss ich lernen, hier diesen Geistesgeschwister zu machen. Dann kann ich mir noch Mana-Tränke brauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, Stärke kann ich ja noch buffen ohne Ende. 93 Stärke. Was haben wir denn hier? Ja gut, ich bin kein Zweihänder. Aber 130, der Ork-Schlechter wäre schon ganz nett. Ja, das kriegen wir noch. Kriege ich noch irgendwie hin. So, das war's, glaube ich, auch mit dem Kreis sozusagen. Erstmal. Wir können jetzt zurück ins Kloster. Wir können auch hier lang. Ich glaube, ich gehe mal hier lang, um einfach mal zu gucken, was da so abgeht. Ich weiß nämlich, wo wir rauskommen. Wir kommen dann nämlich, glaube ich, an dem einen... genau, wir kommen nämlich hier. Da, wo der Pfeil ist, kommen wir nämlich raus. In der Nähe vom Kloster, wo wir mit... Da gehen wir diesen großen Wald entlang, den wir mit Laris begangen sind, um dieses Ornamentstück zu holen. Ja. Bursche, du bist echt manchmal zu blöd. Also der Spieler hier. So, nehmen wir noch mal so einen, ach komm, Snippercraft, feuerfrei. Aber das war eigentlich ganz gut, könnten wir mal speichern. Ich will die Parts ein bisschen länger machen. Gerade wenn wir uns entscheiden, diese Teile als, wie heißt's, als, oh, wie soll ich das sagen? Vor allem, wenn wir uns entscheiden, diese Teile als Premiere zu feiern, weil da gucke ich nämlich auch mit. Beim letzten Mal habe ich leider verpennt, da war ich einfach fix und alle. Das kommt davon, wenn man uns mit dem Trainieren übertreibt. Na, dann komm her! Yo! Wir haben jetzt mittlerweile so gut Einhand aufgebaut, dass das alles... Oh, shit. Also links Minecrawler, rechts Skelette. Die Frage sollte eigentlich auch kein... Guck mal, wie viel Damage die kriegen. Yo. Ich
brauche echt mehr Dingsbums. Skelette sind echt anfällig gegenüber Feuermagie, ne? Das habe ich so an sich nicht gewusst. Können wir das auf irgendwas legen? Ne, können wir nicht. Schade. Aber ich glaube, ich sollte noch diese Krautteile nehmen, solange das noch klappt. Yay, ich fresse und fresse und fresse und werde nicht dicker. Die bringen auch nichts, die Waldbeeren. Ist halt so. Das zu fressen bringt eigentlich auch nichts, außer hier 15 Lebensenergie. Aber dass sich der ganze Shit mal minimiert, warum nicht? Hebe ich mir die Tränke nämlich für wirklich später auf. Ja, ich gucke immer dahin, weil ich denke, da ist die Kamera. Aber nein, die ist da. War ich schon in der Höhle und es gibt nur Respawn? Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das... Nee, hier war ich noch nicht. Okay. Hier speichere ich aber trotzdem hinter jeder Biegung ab. Weil du weißt nie, was hier auf dich eindrischt. Zweihänder, was haben wir sonst nichts? Das ist ein bisschen low, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, ja, ja, jetzt kneift es aber einen Schritt. Jetzt habe ich mir eine neue Hose geholt. Schöne navyblaue Jeans. Wie man hier sieht. Schwabbel. Aber wenn die manchmal kneift, dann tut's weh. Naja, so viel Schwabbel habe ich jetzt nicht mehr. Hab zwar ein bisschen zugelegt, aber nicht am Bauchumfang her. Und das ist ja eigentlich mein Ziel. Ich will ja nicht vom Gewicht runterkommen, ich will es nur gut verlagern. Okay, hier sind ein paar Riesen, ein paar Ratten. Also. Gut, die Skelette waren wohl die einzigen großen Probleme, aber die sind ja jetzt gar keine Probleme mehr. Gut, das ist eigentlich ganz nice. Ja, das ist wieder so eine Sache, ja. Das ist so mit diesen Rollenspielen, mit den aktuellen, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, hält sich das ja so in Grenzen. Sagt auch mal bitte, bitte wirklich Bescheid, wie ihr das mit diesem kleinen Mikrofon hier findet, ob ihr das besser findet oder nicht. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so lala. Ja, muss ich halt so sagen, wie es ist. Weil auf der einen Seite super, weil du, weil ich halt so mehr Freiheit habe. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen kompletten Tisch frei auf der linken Seite, den ich komplett anders bestücken kann, ohne dass da jetzt irgendwie ein Gelenkarm oder ein Stativ steht mit einem riesen fetten Mikrofon. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Soundqualität ist halt dementsprechend auch ein bisschen geringer, ja. Und das merke ich ja selbst, weil meine Stimme höre ich ja auch über die Kopfhörer und nicht über später. Ja, so kann ich zum Beispiel auch besser entscheiden, okay, wie ist jetzt meine Stimmlage, ja. Spreche ich jetzt zu laut, übersteuert es oder nicht, das höre ich ja dann direkt, also höre ich ja dann direkt live. Hier sind zwei Wargen, die sind, glaube ich, nicht ganz so schwach. Raven's Garde, was habe ich denn hier? 55, 55, 33, 38. 80, 80, 18, 3. Ich glaube, bei den zwei Wagen kriege ich das mit der Rüstung so hin. So, die Wagen sind natürlich übel, ne? Weil... Vor allem, weil die halt immer in Rudeln auftreten und die irgendwie rauszulocken, das ist schon echt eine Kunst. So, ich weiß nicht, jetzt wisst ihr jetzt ungefähr, wo wir hier sind. Na, wer weiß es? Was haben wir hier geholt? Waren wir hier alleine oder nicht? Rätsel des Tages. Komm, derjenige, der mir in den Kommentaren nennen kann,
das richtig zu machen, kriegt von mir ein Splash-Art und wird in der nächsten Aufnahme bei mir da oben in eine Ecke als Winner eingebracht. Den mache ich dann, oh, Kronstücke gefunden, geil, das war richtig, das war gut, das war toll, dass wir hier gewesen sind. Der kriegt von mir noch so ein, da bastel ich mit seinem Nickname irgendwas in Paint, irgendwas Billiges oder so, hau das mit einem Chroma-Key hier als Thumbnail oder so rein. Und er kann dann für ein... Hallo, ich habe doch 4 gedrückt. Hallo? Ja, 4? Hallo? Warum keine? So, ich speichere hier nochmal. Also von daher, derjenige, der es zuerst richtig errät, können noch mehrere machen, die es richtig raten. Also jetzt nicht, dass es halt Tausende sind, aber eigentlich muss ich ja sagen, ist es ja nicht der Fall. Ja, das war mir klar. 3 Stück auf einmal, ey. Wollt ihr mich verarschen? Minuten, das ist aber noch okay. So, da sind nur 2, das geht noch. Okay, ich muss dann irgendwie entkommen. Ihrer Sprungattacke. Weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, ob die da gerade ein bisschen gaga waren oder nicht, aber ich finde es gut, dass es so gelaufen ist. Ist der zu weit weg? Nö, eigentlich nicht. Das ist nur einer. Okay, wollen wir mal gucken. Ja, einzeln geht das alles wirklich. Also auch vom Damage her. Nichts zu holen. Ja, komm, machen wir mal so 40, 45 Minuten. So, ich werde von denen noch ein paar essen. Was leer ist, ist leer. Also wie gesagt, wenn wir das richtig erarbeiten, wenn wir das richtig aufsagen können, der kann von mir aus gerne hier namentlich irgendwo erwähnt werden. Da bastel ich irgendwas zusammen und schnüppel dir hier das in das Layout so mit rein für ein Part. Und zwar, ihr müsst sagen, mit wem wir da gewesen sind und was wir da geholt haben. Habe ich auch ein paar verraten, was wir da gemacht haben. Ja, ja. So, jetzt haben wir uns voll gemacht. Fast. Wir müssen ja nochmal zurückspulen und genau hinhören. Schon nett mit dem. Okay, das sind nur 2. Keine Ahnung, wo ich da langlaufe, überall. So, jetzt wollen wir uns nochmal Feuernesseln. Ja, komm. Feuerkraut, da wird es natürlich jetzt ganz anders da. Dann esse ich noch den Fisch und den Käse und trinke das Bier aus. Bier, lecker, dunkles Balladina. Das ist nur Lebenselixier für den Mann. Mein Gehirn lernt Saft. Entschuldigung, da wollte ich gerade mal einen auf besoffen tun. Aber durch den Käse sind wir jetzt wieder nüchtern.
So, ein paar Fische, weil Fischfleisch ist gesund. Natürlich roh, ne? Da kennen wir nichts. So, jetzt nehmen wir noch das alte Fleisch mit hier. Das klatschen wir uns natürlich auch noch roh rein. So, die haben wir schon mal platt gemacht. Gut. Ich würde die Wagen natürlich sehr, sehr ungerne ohne diese Banditenrüstung angreifen. Allerdings können wir keine Na komm her. Wir können halt diese Rüstung nicht anziehen, wenn wir irgendwo hingehen, wo wir, wo halt Menschen wohnen. Wie da hinten zum Beispiel. Von daher ziehe ich jetzt gleich meine Feuermagierprobe wieder an. Weil hier laufen ja nur von den Viechern ein paar rum. Das sind Keiler, die sind kein Problem. Oder sollten zumindest kein Problem sein. Die sind nicht so stark wie Wargen. Alter, die nehmen fast gar nichts. Na, das ist schon schön. Ne? Fängst als kleiner Lusche an, rennst vor jedem, überlegst es dir zweimal, ob du gegen zwei Wölfe reingehst. Und dann im Endeffekt klatschst du da noch fette Orks und gehst hin und one-hittest alles. Nur vor größeren Skelettungeheuern habe ich dann trotzdem immer noch ein bisschen Respekt. Vor allem die Schattenkrieger, lecko mio, ey. Die geben zwar 400 EP, das ist super schön, aber ey Leute, das ist der Hammer. Also vor denen habe ich schon echt Schiss. Die kannst du nur mit Strategie platt machen oder du wartest echt noch. Nimmst die Beine in die Hand und läufst davon. Wie ein kleiner Springfloh. So, das haben wir alles. Ich muss aber ins Kloster. Will ich da lang laufen? Ja, eigentlich ja. Warum nicht, ne? Was haben wir hier unten? Nichts. Also da unten gibt es bestimmt... Da unten geht es bestimmt auch noch weiter. Muss ich auch mal nachgucken. Ich will jetzt erstmal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. 43 Minuten. Jo, das ist natürlich das ist schon eine kleine Hausnummer für einen Videopart. Ne? Aber dafür ist es überhaupt kein Problem. Da mache ich gleich einen Cut und mache dann direkt weiter. Ja, ich nehme heute so ein bisschen auf. Ne? Also für dieses Ratespiel, was wir hier so drin haben, muss man den Lars wieder besuchen. Für das Ratespiel, was wir halt so haben, muss ich da schon. Jo. Kann schon ein paar Parts dauern. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir von diesen Pilzen genug essen, 50, dann kriegen wir, ich muss mir das noch mal ganz kurz ausrechnen, also kurz mal markieren. Also wir haben jetzt, ich bin nämlich echt mal am überlegen, ob ich noch was in Stärke investieren soll. Wir haben insgesamt 93 Stärke. Ich will erst mal gucken, wie viel Stärke wir mindestens brauchen. 130. So, was haben wir denn aktuell? Wir haben 93. Das bedeutet, wir brauchen noch 37 Stärke. Wenn wir von den Äpfeln ein paar essen, kriegen wir 1 oder waren es 3 Stärke? Da muss ich nochmal nachgucken. Da muss ich echt nochmal nachgucken. Stimmt, die Pilze geben ja keine Stärke. Habe ich hier noch irgendwelche? Nee,
Nee, ne? Nur mal Mana. So, wir machen so. Wir haben echt nur 50 Mana. So, wenn wir 50 von diesen Pilzen essen, kriegen wir jeweils 5 Mana. Das bedeutet 5 mal 7 sind 35. 40 Mana. 43 Mana. Und das hier. Das gibt auch natürlich ordentlich Mana. Ich glaube, das gibt jeweils 5. Das gibt 10 und das gibt 20 oder 15 oder 10. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir locker mal ein Hunderter an Mana dazu bekommen. Wir könnten natürlich auch noch gucken, dass wir uns Mana-Tränke brauen. Das sind diese Tränke hier, Elixier des Geistes. Da könnten wir natürlich die 5 Kronstöckel benutzen. Werde ich auch tun. Ja, 5 mal 5 sind auch nochmal 25. Ja, da könnten wir 200. Aber ich glaube, wir brauchen mindestens 300 Mana. Ja, warte mal, ich könnte mal zu dem hingehen. Obwohl, ja doch. Also ich habe mir jetzt erst überlegt, mal ein bisschen mülllos zu werden, aber das brauche ich ja aktuell nicht. Weil ich ja gut flüssig bin. Zeig mir. Die kaufe ich nochmal alle. Habe ich hier noch irgendwelche Teile, die ich verkaufen kann, die ich wirklich kaum brauche? Nö. Gut. Ring der Erleuchtung, Mana-Bonus und Lebensenergie. Ist natürlich auch ordentlich. Ne, komm, der hat nichts Besonderes. Ja, danke schön. Ich gehe jetzt nochmal zu Piroka und sagt, überbring ihm die freudige Nachricht, dass das Auge Innos kaputt gegangen ist, weil er uns aufgehalten hat, dieser Lümmel. Und dann, ja, doof gelaufen. Und müssen wir Milton noch Bescheid geben? Ich würde gerne die Feuerballrune lernen. Die kann ich, glaube ich, auch schon lernen. Die Frage ist, wer kann sie mir beibringen? Und was brauche ich dafür? Ja doch, das mache ich jetzt noch. Und dann habe ich eigentlich für heute genug. Ich will noch... Eisfall Feuerball! Dankeschön. Perfekt, Milton. So, magische Kraft steigern. Warte mal. Plus 5 Mana kostet 10 Lernpunkte. Ist natürlich ordentlich. Eieieiei. Menno. Das ist natürlich nicht so geil. Och, Bursch! Ja, guck ich mal später an. Ich kann jetzt gerade nicht. So, ich kann jetzt Feuerballrune herstellen. Würde ich auch gerne machen. Mich fragt ja keiner. Die Frage ist, habe ich die Inkredenzien dazu? Ich glaube, da brauche ich den zweiten. Was haben wir hier? Buchständer. Ersten Kreis. Feuerfall, kleiner Blitzgoblin-Skelett. Leichte Wunden heilen. Nein. Zweiter Kreis. Feuerball. Dafür brauche ich Pech. Habe ich Pech? Müsste ich eigentlich haben. Schwefel, Gletscherquarz, Bergkristall, Runstein, Zange. Hier, 22 mal Pech. Yo. Machen wir uns mal eine Feuerballrune. So, die tausche ich gegen meine Feuerpfeilrune aus. Die behalte ich aber, die Feuerpfeilrune. So, Feuerpfeil. Kreis 1, Mana-Kosten 5, Magieschaden 25. Und was haben wir hier? Kreis 1, Mana-Kosten 15, Schaden 75. Passt. Hey. Ich will noch ist. Ja, stimmt. Nicht. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Unterricht. Was kann denn das Skelett erschaffen? Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Skelett erschaffen. Ich habe aber nur 5 Magie-Mana-Punkte. Ich würde ja gerne Taschendiebstahl lernen. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Verschwinde! Lümmel. So ein dreckiger Spacken. Hast du mir noch etwas? Nein, im Moment. Alles klar, Bro. Robo. Was hast du noch? Gibt's was? Zurzeit nie. Okay. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos steht uns bei. Wir haben unseren Sonnentempel entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Gehe zu Vatras. Naja, geh zu Vatras. Was ist der Sonnenkreis? Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Scheiße gelaufen. Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht, meine Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist ein Diener Adanos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Das ist alles, was du wissen musst. Sag doch gleich, dass du Vatras brauchst. So, gut. Dann würde ich mich hier eigentlich mal speichern. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, jo. Alles klar hier. Macht's gut. Ciao.